Beispiel die 0,7 treffen und das wäre auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie die irgendwas anderes 0,289 treffen und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendeine x-beliebige Zahl hier treffen, wäre 0,0001. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Der Weihnachtsmann sieht anders aus, das wissen Sie. Drehen Sie sich mal um 180 Grad und werfen Sie hierher. Was ist das? Ein Fotoalbum, okay. Und eine Tischdecke oder ein Handtuch oder was soll das sein? Alles klar. Also kommen wir ganz kurz zurück zur Statistik. Ich hoffe, Sie können sich wieder einigermaßen konzentrieren. Dieses Problem hier, wenn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie eine ganz konkrete Zahl hätten, wenn die größer wäre als 0,